Wir brauchen mehr Prestige eigentlich. Aber das können wir aktuell nicht. Drei im Hauptkampf. Okay. Heieieiei. Mensch, Hund. Es wird echt nicht besser mit dir, ne? Wo sind die ganzen Pfleger hin? Also die ganzen Krankenpfleger. Jetzt kann ich ja wieder keinen einstellen, weil die alle so teuer sind. Da kommt schon einer angerannt. Die geht aber in die falsche Richtung. Ihh, kotzt mir ja alles voll. Wo sind die ganzen Pfleger hin? Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Doch nicht. Achtung, das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Nee, ist auch echt eklig. Meine Kohle geht mir leer. Haben wir nicht. Wir sollten jeden Tag dafür dankbar sein, dass unser bescheidenes kleines County solche Industriegiganten wie Jumbo und einige dieser neuen Startups angezogen hat. Richtig. Diesen tapferen Unternehmen widme ich den folgenden Song. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Mein Gott, Hund. So. Oh, ich hasse es. Jetzt muss ich warten, bis die Kohle wieder da ist, ne? Oh, ey. Ich habe ja nichts gegen Kinder, ne? Aber wenn die ganze Zeit hier rumrennen, nur um den Hund zu ärgern, damit er bellt, dann werde ich ein bisschen stinkig. Was ich meine. Das ist dann nämlich echt ein bisschen nervig. Zack. Ich glaube, wir brauchen mehr Hausmeister. Wir haben nur drei Hausmeister. Zack.
Medikamentenmixer 2, ja. Kostet halt Geld, ne? An der Aufnahme sind doch genug Assistenten. Junge, 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 Junge. Oh, ich glaube, da ist einer verstorben. Ich glaube, wenn ich das Krankenhaus, also dieses Krankenzimmer, ne, verschieben würde, könnte ich hier noch mehr Ärzte reinbringen, was ja relativ gut wäre, glaube ich. Ich bin nicht zu eurem Vergnügen hier. Ich bin zu meinem Vergnügen hier. Dr. David, der hat Allgemeinmedizin. Vielleicht sollte er Allgemeinmedizin Nummer 2 noch dazu kriegen. Fände ich nämlich auch ganz gut. So, und die auch noch. Und dann können wir einen Kurs starten. Flupp. Wie sähe es denn aus, wenn man kopiert? Wir können nicht kopieren. Da fehlt uns richtig viel Kohle für, ne? 27.000 fehlt uns da. Wie gesagt, das andere können wir ja dann verkaufen. Na, das ist dann nicht so unbedingt das Problem. Das ist ja noch Prestige 5, was ja relativ gut wäre. Mein Hund macht so komische Sachen hier. Komm, noch ein bisschen. Ja. Flupp. Ganz schnell, super. Es könnte zu heiß werden. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Oh, Objekt ist zu teuer. Gar nicht. So, das können wir verkaufen hier alles. Flupp, weg ist es. So. Dann können wir nämlich gleich die Ärzte ein wenig entlasten, hoffe ich. Ja. Der Gesundheitsinspektor betritt das Krankenhaus. Ein paar Postern. Poster gehen immer. Kommen wir vielleicht noch ein bisschen auf ein höheres Prestige. Ja nie, dass Prestige so scheinbar sehr wichtig ist. Kann ich hier irgendwo noch eine Uhr unterbringen? Ja, eine Uhr geht auch noch. Ja, hier nicht. Und so noch. Oh. Ich weiß nicht, was mein Zeitreisen aus Zukunft sich gerade anstellt. Aber mein Arm hat sich gerade nach und nach in Luft aufgelöst. Erdbebenwarnung. Das
das Personal wird gebeten, erst Patienten und anschließend sich selbst zu sichern. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. So. Was macht mein Hund denn da? Oder Hündin, ist das ja mehr. So. So wirklich viel freier kriegen wir es jetzt hier auch nicht, ne? So, gut. Objekt ist zu teuer. Ach so. Wir haben mal wieder keine Kohle. Das ist es. Behandlungsstation im Krankenhaus. Patienten treffen jetzt auf der Station ein. Na, annehmen, ja, so. Zirkustherapie ist benötigt oder wird benötigt. Zirkustherapie, ja, das könnte man eigentlich hier mit. Können wir nicht hier unterbringen. Wir können sie ja schon mal bauen. Zirkustherapie, so. Gehört ja zu dem Psychiatern auch. Irgendwo. Sage ich jetzt mal. Na, ja, Objekt ist so teuer, aber ich kann doch hier eine Tür reinsetzen, Mann. Nein. Ich bleib da jetzt, bis ich die Kohle hab. Sieht jetzt nicht so gut aus. Ja, gut, okay. Ja, ist zu. Oh, was? Ja, man kann nicht alles haben. Krankenhauspatienten raus, die immer noch vom letzten Erdbeben erschüttert sind. Hoffe, eure Organe sind alle noch am rechten Fleck. So, wir müssen jetzt hier leider ein bisschen warten. $15,000. Na komm. Noch ein bisschen Kohle. Kanone. Nein! Ist echt jetzt? Ich befördere hier erst, wenn ich das bauen kann hier. Vorher wird hier nichts befördert oder gemacht. Ja, lauf du mal, Clown.
Ich warte nur auf Kohle. Ich warte nur auf Kohle. Nein, ich will. Ich kann nicht mal einen Kredit aufnehmen währenddessen. So, sobald das grün wird, falls es nochmal grün wird hier, werde ich sofort. Ne? Drücken. Auf der Frakturstation wird ein Krankenpfleger benötigt. Schon wieder sind die Krankenpfleger alle unterwegs. Ich weiß nicht, wo die sind. Muss mal einen Schluck trinken. Na komm, noch ein bisschen. Komm noch was. Noch ein bisschen. Komm. Hier wird durchgeschossen. Die sind gleich so irre, die Clowns. Ja, hallo? So. Na komm, Prestige 4 muss ich ja wohl hinkriegen, oder? Wunderbar. Zack. Ja, hier geht es. So. Boah, warum sind da noch so viel? So, Beförderung. Komm. Sechs Patienten haben wir geheilt. Sehr gut. Wir könnten eigentlich noch unseren anderen Kredit erstatten. Zack. Dann könnte man nämlich fast schon einen neuen Kredit aufnehmen. Ja, ich habe gerade Kredit abgezahlt auch. Weiß ich doch. Ah, der müsste auch mal repariert werden vielleicht. Dim. Wo ist denn hier mein Arzt? Ich glaube, die Wege sind alle viel zu lang. Kann das sein? Das ist ein Snackautomat. Vielleicht können wir ja hier nochmal so ein Salz-Snackautomaten hinstellen. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Richtig. Jetzt habe ich da so viele von diesen Betten hier. Schöne Umgebung. Naja, schön ist was anderes vielleicht, aber. Bedürfnisse langweilig. Es ist ihm langweilig. Okay, pass mal auf. Wenn ihm langweilig ist, hätte ich da noch ein bisschen Spielautomaten. Pass mal auf hier. Zack. Das große Pech hat, krank zu werden, sollte sich meiner Meinung nach nicht an Jumbo Medical Solutions wenden. Ihre Allheilanlagen klingen zwar richtig gut, aber wozu sollte man gesund werden wollen, wenn man dafür seine Seele verkaufen muss? Stimmt's? Seele verkaufen? Warum denn nicht? Hm? Was spricht denn dagegen? Na? Da fällt ja auch nichts so ein, wa? So, ich
hoffe, da habe ich jetzt ein bisschen was gegen die Langeweile getan. Wir hoffen, Sie haben Ihren Aufenthalt genossen. Aber bitte verlassen Sie auch irgendwann das Krankenhaus. Genau, bitte wieder raus hier, wa? Weil ihr nervt mich sonst derbe hart. Das wollen wir ja auch nicht. So. Zack. So, was haben die denn? Die haben keine Energie. Ne, Gesundheit ist, glaube ich, kritisch hier bei denen. Ein bisschen vermissen die wohl Toiletten hier. Aber man kann ja nicht alles haben. Man kann ja nicht alles hier haben, ne? Toiletten auch noch, wa? Wisst ihr, was Toiletten kosten, Leute? Wisst ihr, was Toiletten kosten? Ich werde jetzt nochmal ein paar bauen hier. Wenigstens zwei. Ja, komm, drei. Aber Toiletten sind verdammt teuer. Ja? So. Ja, passiert schon mal. Nicht schlimm. Ist jetzt nicht so kritisch. Was? So. Dann habt ihr da auch noch mal ein bisschen was fürs Klo, ne? Wir brauchen... Nein, wir haben keine Schulden. Hier, geht super. Geht super. Wir haben keine Schulden.